Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist zu unserer Pilates-Einheit. Und wir starten wie immer in der Stille. Und ich möchte dich einladen, den Blick nach innen zu richten. Schließe dafür deine Augen und verbinde dich mit deinem Atem, um bei dir selber anzukommen. Spüre einatmend, wie sich deine Bauchdecke ganz leicht hebt. Und nimm wahr, wie sie sich ausatmend wieder absenkt. Spüre auch einatmend, wie sich dein Brustkorb hebt. Und nimm wahr, wie er sich ausatmend wieder absenkt. Lasse deinen Atem so fließen, wie es für dich passend ist. Und geh mit deiner Wahrnehmung zu deinen Füßen. Spüre da zunächst, wie stehst du gerade? Wie hast du dein Körpergewicht verteilt? Und dann versuche dir, den großen Ballen, den kleinen Ballen und die Ferse ganz bewusst zu machen. Und auf diese drei Punkte dein Körpergewicht rechts und links gleichmäßig zu verteilen. Deine Knie hast du ganz leicht gebeugt, dein Becken ist aufgerichtet. Bring dein Brustbein ganz leicht nach oben. Dadurch schiebt sich der Brustkorb unter deinen Schultergürtel, sodass du diesen nicht aktiv halten musst, sondern er ganz locker auf deinem Brustkorb parken kann. Deine Arme hängen ganz locker rechts und links an deinem Schultergürtel. Die Schulterblätter fließen nach hinten unten. Dein Kinn bleibt unten und du stellst dir an deinem Scheitel einen unsichtbaren Faden vor, der dich langsam nach oben in deine Länge dich aufrichten lässt. Spüre über deine Wirbelsäule, wie du dich nach oben verlängerst und gleichzeitig spüre den Bodenkontakt, die Verwurzelung über die drei Punkte. Nimm diese Länge ganz bewusst wahr. Lasse dabei deinen Atem gleichmäßig weiterfließen. Und gehe dann mit deiner Wahrnehmung zu deinem Beckenboden, dem Muskel, den wir bei unserem Pilates-Training ganz besonders intensiv trainieren. Versuche dir vorzustellen, wie du deinen Beckenboden mit mir in die gedachte erste Etage in dein Becken hochfahren lässt. Du achtest darauf, dass du deinen Atem gleichmäßig fließen lässt und du gehst weiter in die gedachte zweite Etage. Holst den Beckenboden noch ein bisschen höher in die gedachte dritte Etage. Lässt hier wieder ein bisschen nach in der Spannung. Achte darauf, dass deine Po-Muskulatur komplett locker bleibt. Und du gehst noch ein bisschen tiefer, kommst in die gedachte erste Etage zurück. Und das ist genau die Position, wo der Beckenboden bei der sogenannten Zentrierung sich befindet. Und gleichzeitig brauchen wir für unsere Zentrierung das sogenannte Powerhouse. Das bekommst du, indem du einmal tief in den Bauch reinatmest und mit der nächsten Ausatmung den Bauchnabel nach innen ziehst und deine stabile Körpermitte ansteuerst. Beim Pilates haben wir so immer die Ansteuerung des Beckenbodens und des tiefen Bauchmuskels und demnach atmen wir in unsere Flanke. Um das zu spüren, möchte ich dich einladen, deine Hände auf die Rippenbögen zu legen, einzuatmen. Dabei spürst du, wie sich die Rippenbögen weiten und wie sie sich ausatmend wieder zusammenziehen. Der Bauch bleibt die ganze Zeit über stabil. Du atmest noch zweimal in dieser Flankenatmung. Und dann mit der Ausatmung lässt du deine Arme ganz locker wieder hängen. Löse die Zentrierung auf, spür noch einen Moment nach. Und dann komm mit der Aufmerksamkeit zurück. Und wir gehen in die Bewegung.
indem wir ganz langsam mit den Schultern kreisen. Und du versuchst mal, die Schulter so weit, wie es dir möglich ist, hochzuziehen und nach hinten unten runter arbeiten zu lassen. Und während du in dieser Schulterbewegung bist, lässt du deinen Atem gleichmäßig fließen. Dann wird die Bewegung ein bisschen größer, der Ellbogen leitet quasi die Bewegung ein. Und dann werden wir auch hier noch ein bisschen größer und du nimmst jetzt den gesamten Arm und schaust, dass du deinen Blick der jeweiligen Hand folgen lässt und du versuchst den großen Radius in deiner Schulter mit gleichmäßigem Atemrhythmus durchführen zu lassen. Der Blick folgt. Letzte Mal in dem großen Radius. Und dann werden wir wieder ein bisschen kleiner. Der Ellbogen beginnt. Und dann werden wir noch ein bisschen kleiner und du gehst zur Schulter zurück. Lässt sie ganz übertrieben in die entsprechende Bewegungsrichtung nach hinten arbeiten. Letzte Mal. Und dann ziehst du einatmend die Schulter nach oben, schiebst sie ausatmend nach hinten unten. Einatmend ziehst du sie nach oben Richtung Ohrläppchen, um sie dann ausatmend wieder nach hinten unten schieben zu lassen. Einatmend ziehst du sie hoch und über die Ausatmung gehen die Arme auf Schulterhöhe. Einatmend nach oben und ausatmend. Wenn ich dir in meinem Atemrhythmus zu langsam oder zu schnell bin, dann geh in deinen Atemrhythmus über. Du bleibst jetzt hier oben und schiebst dich nach oben raus. Einatmen, ziehst du die Schultern nach oben und ausatmen. Achte darauf, dass deine Arme gestreckt sind. Einatmend ziehst du den Schultergürtel nach oben, um sie dann ausatmend wieder runterzuschieben. Letzte Mal einatmend und ausatmend geht der Schultergürtel nach unten. Du löst die Arme, lässt sie langsam nach unten runterfließen, atmest wieder ein und über die linke Seite gehst du ausatmend nach unten, der rechte Fuß verwurzelt. Einatmend gehst du zurück und dann auf die Gegenseite die rechte Hand an der Außenseite runterfließen zu lassen. Ausatmend nimmst du den Gegenarm mit und schaust, dass du dich noch ein bisschen weiter in die Seitneigung reinbringst. Und wenn dein Atemimpuls kommt, gehst du zurück und dann ausatmend auf die andere Seite zu gehen. Du bleibst jetzt einen Atemrhythmus in dieser Seitneigung. Schau, dass du den Arm an deinem Ohr hast. Achte nochmal auf die Verwurzelung deines Fußes rechts. Und du lässt deinen Atem in die rechte Flanke strömen. Spüre, wie du hier länger wirst. Atme dein letztes Mal tief in die Position ein und wieder aus. Und dann einatmend gehst du langsam wieder zurück. Um dann ausatmend auf die rechte Seite zu gehen. Und auch hier bleiben wir einen Moment. Du spürst jetzt auf deiner linken Seite die Länge. Du atmest hier rein.
Gleichzeitig bleibst du mit dem linken Fuß verwurzelt. Schiebe dich noch ein bisschen rein und einatmend kommst du langsam wieder zurück. Wir bleiben bei den Schultern, du ziehst die Schulter nach vorne, die Schulterblätter gleiten auseinander und einatmend ziehst du die Schulterblätter zurück. Ausatmend lässt du die Schulterblätter nach vorne arbeiten. Jetzt nimmst du den Kopf mit, während du die Schulterblätter nach hinten führst. Einatmen, ausatmen. Ziehst du das Kinn zum Brustbein, die Schulterblätter gleiten wieder nach vorne. Einatmen, nimmst du den Kopf mit, um dich dann ausatmend etwas weiter in die Bewegung reinzubewegen. Die Arme gehen wieder zurück, der Kopf geht mit und du beginnst jetzt die Brustwirbelsäule mit in die Bewegung einfließen zu lassen. Du öffnest dich wieder. Ausatmend wirst du noch größer, nimmst die Lendenwirbelsäule mit in die Bewegung rein und du spürst quasi eine Welle, die durch deine komplette Wirbelsäule sich einmal durchschleust und nochmal hier rüber. Kinn zum Brustbein. Und ein letztes Mal in dieser großen Bewegungsamplitude. Die Handrücken ganz locker aneinander. Und dann werden wir wieder ein bisschen kleiner. Die Lendenwirbelsäule bleibt stabil. Kopf geht nach hinten. Dann bleibt die Brustwirbelsäule stabil. Wir arbeiten nur mit der Halswirbelsäule. Und dann bleibt der Kopf in der Mitte. Du arbeitest nur mit den Schultern. Und ein letztes Mal. Und dann lässt du die Schultern hinten unten. Und dann lässt du dich ganz langsam nach unten abrollen. Schau, dass du jeden einzelnen Wirbel mit in die Bewegung reinnimmst. Und dass du deine Knie ganz locker in die leichte Beugung nimmst. Lass den Schultergürtel mal locker, lass den Kopf locker. Und einatmen, drehst du dich unter der rechten Armbeuge durchschauend. Und dann langsam wieder zurück und noch einmal über die linke Seite. Einatmend, dann langsam wieder zurück. Und dann beugst du die Knie ganz leicht, lass den Schultergürtel ganz locker nach unten und über die Ausatmung streckst du deine Knie. Wenn du merkst, dass der Widerstand hier hinten zu stark ist, dann geh nur so weit, wie das für dich machbar ist. Einatmen, beugst du dich wieder, um dich dann wieder ausatmend zu strecken. Und nochmal einatmend, lass die Schultern ganz locker, ausatmend, streckst du die Beine. Und ein letztes Mal beuge dich in den Knien, um dich dann ausatmend wieder in die Streckung zu bringen. Du nimmst die Hände nach vorne und kommst in den Vierfüßlerstand. Achte bei dem Vierfüßlerstand darauf, dass deine Handgelenke direkt unter deiner Schulter positioniert sind und deine Knie direkt unter deiner Hüfte. Und schaue, dass deine Schultern weg von den Ohrläppchen sind und dass deine Ellbogen nicht ganz überstreckt, sondern so eine leichte Beugung haben. Bevor wir uns zentrieren, gehen wir erstmal ohne Zentrierung in die runde Wirbelsäule, in den Cat Stretch und kommen in die entgegengesetzte Position zurück. Der Kopf geht wieder mit. Einatmen und ausatmen. Und dann komme in deine neutrale Wirbelsäule und in der neutralen Wirbelsäule gehst du mit deiner nächsten Ausatmung in dein Powerhouse. Zieh den Bauchnabel nach innen und hol dir den Beckenboden von unten heraus. Und
aus dieser Zentrierung heraus beginnen wir mit dem Leg Slide rechts. Du atmest vorbereitend ein und über die nächste Ausatmung schiebst du deinen rechten Fuß nach hinten. Einatmen, ziehst ihn ganz locker wieder zurück, um sie dann ausatmend wieder nach hinten rauszuschieben. Achte darauf, dass du hier nicht abkippst, sondern dass du hier in deinem Winkel bleibst. Die Ellbogen bleiben leicht gebeugt. Zusätzlich jetzt zu dem Leg Slide rechts gehen wir mit dem linken Arm dazu. Arm Slide links über den kleinen Finger. Einatmend wieder zurück. Ausatmen. Einatmend. Letzte Mal ausatmend. Bleibe hier, atme wieder vorbereitend ein und mit der nächsten Ausatmung lässt du ganz langsam Arm und Bein nach oben in die Verlängerung. Einatmend kurz Richtung Boden, ausatmend schiebst du wieder nach oben raus. Einatmen. Ausatmen. Spür die Länge und gleichzeitig die Kraft in deiner Körpermitte. Und die letzten zwei. Einatmen. Ausatmen. Jetzt bleibst du hier. Erinnerst dich an den Armzug vom Flying Eagle. Der linke Arm geht parallel zum Boden. Einatmen, die Handfläche immer in die Bewegungsrichtung zurück. Und ausatmen. Einatmen. Wir kombinieren das mit dem Single Leg Kick, Fußspitze Point und einatmen. Achte darauf, dass der Oberschenkel nicht nach unten kippt, sondern dass der hier bleibt. Und streck dich. Und nochmal einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und noch letzten zwei, wenn du vorher rausgehst. Mache, dass es für dich gut passt. Wichtig, dass du dein Powerhouse die ganze Zeit angesteuert lässt. Zurück. Die rechte Fußspitze wird aufgesetzt. Der linke Arm geht hier nach oben. Der Blick folgt. Du atmest ein und über die Ausatmung schiebst du dich unter der rechten Seite durch. Einatmen. Mach dich richtig lang, um dich dann ausatmend hier wieder rauszuschieben. Und nochmal einatmend nach oben. Ausatmen. Letzten zwei. Der Ellbogen ist immer noch leicht gebeugt. Und ausatmen. Und dann nimmst du die linke Hand wieder in die Vierfüßlerposition, ziehst den rechten Unterschenkel zurück und löst dein Powerhouse auf, legst dich zurück in den Fersensitz, nimmst die Arme dabei ganz weit nach vorne, die Stirn legst du ab. Und wenn du merkst, dass der Bauch ein bisschen mehr Platz braucht, dann nimmst du die Knie etwas weiter auseinander und atmest. Bleib einen Moment in der Position, um dann die Arme einmal seitlich zu nehmen, sodass deine Schulter schön nach vorne kommen kann. Die Handflächen zeigen dafür nach oben. Und du versuchst jetzt wirklich loszulassen. Der Beckenboden ist ganz locker. Der Bauch ist ganz locker. Aber auch deine Schulter, du merkst jetzt die Standschulter, die Stützschulter rechts. Und um diese ein kleines bisschen nachzuarbeiten, gehen wir aus dem Vierfüßlerstand mit der rechten Seite und fädeln uns unter der linken Seite durch. Du spürst eine Dehnung hier, die rechte Schläfe liegt auf und du nimmst den Arm nach oben
und lässt den Bauch ganz locker. Atme hier bitte in den Bauch. Schön rein und spür die Dehnung. Letzter tiefer Atemzug in den Bauch. Und dann setzt du die linke Hand wieder auf, ziehst rechts raus und dann positionierst du dich wieder in den Vierfüßlerstand. Schaust wieder auf deine neutrale Position, guckst, dass du hier deine richtige Wirbelsäule aufbaust und gehst mit der nächsten Ausatmung in dein Powerhouse. Bauchnabel nach innen. Du erinnerst dich wieder an die leicht gebeugten Ellbogen und mit der nächsten Ausatmung beginnst du mit dem Leg Slide links. Du schiebst über den Boden die Fußspitze raus, machst dich richtig lang hier in der linken Hüfte. Einatmen, ziehst du wieder zurück, um dann ausatmend wieder rauszuschieben. Einatmen, wieder nach vorne ziehen. Rausschieben. Einatmen und beim nächsten Mal kommt der rechte Arm dazu, über den kleinen Finger schiebst du raus. Auch hier achte darauf, dass du hier nicht rausbrichst, sondern bleib in der axialen Linie. Einatmen, wieder zurück. Ausatmen, wieder rausschieben. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung schiebst du dich da wieder nach oben raus. Einatmen, wieder langsam absinken. Ausatmen. Da wieder nach oben schieben. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und mach dich wieder lang. Letzten zwei. Kurz auf dem Boden antippen. Letzte Mal. Jetzt bleibst du mit dem linken Bein hier, gehst mit dem Armzug in den Flying Eagle Armzug über. Das heißt, hier wieder den Arm schön nach oben und immer die Handfläche in die Bewegungsrichtung. Und wir kombinieren das mit einem Single Leg Kick hier rein. Einatmen, streck dich. Ausatmen, beuge dich hier, lass den linken Oberschenkel parallel, einatmen wieder und nochmal einatmen, die letzten zwei und der letzte. Komme zurück, lasse die linke Fußspitze auf den Boden, öffne dich hier einatmend und über die Ausatmung schiebst du dich durch die linke Seite durch. Und nochmal einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen. Der Kopf folgt immer deiner Bewegung. Hand und die letzten zwei hier mal richtig in die Öffnung deines Brustkorbes rein. Letzte Mal und über die Ausatmung aus der rechten Schulter rausschieben. Dann nimmst du die Hand zurück und setzt dich einmal nach hinten in den Fersensitz, löst die Zentrierung auf, mach dich ganz lang, schieb die Hände so weit du kannst nach vorne, die Stirn darfst du gerne ablegen. Und gerne kannst du auch hier wieder ein bisschen Platz für deinen Bauch schaffen. Bleib einen Moment hier. Und dann nimmst du deine Arme gerne wieder so, dass du die Schulter nach vorne fließen lassen kannst, die Handfläche zeigt nach oben. Und dann lehnen wir auch hier nochmal die linke Seite nach, rechte Hand unter die
rechte Schulter und du fädelst dich mit deiner rechten Seite durch. Die linke Schläfe setzt du ab und der rechte Arm geht nach oben. Und du lässt den Bauch locker. Du atmest schön da rein, spürst die Dehnung links in deiner linken Schulter. Und dann gehst du auch hier langsam wieder raus. Ziehst den linken Arm wieder zurück. Und wir kommen in den Pilatessitz. Du setzt dich so auf die Matte, dass du hinter dir noch Platz für deinen Oberkörper hast. Setz dich zunächst mal in dein neutrales Becken auf deine beiden Sitzhöcker. Geh in dein Powerhouse über die Ausatmung. Und mit der nächsten Ausatmung starten wir mit den Armbögen. Einatmen, nimmst du die Arme ganz langsam wieder runter. Und nochmal ausatmen. Nach oben. Letzte Mal. Und nochmal nach oben. Dann öffnest du. Du kommst in den Twist. Du gehst über die linke Seite. Einatmen zur Mitte. Ausatmend auf die rechte Seite rüber. Und nochmal einatmen zur Mitte. Schulter bleibt schön tief. Bleib in deiner Länge. Komm einatmend wieder zur Mitte und dann gehst du ausatmend auf die Gegenseite. Letzte Mal gehst du hier rüber. Einatmend wieder zur Mitte. Bleib so schön lang. Geh langsam über die Seite. Nach rechts. Einatmen zur Mitte. Von hier aus gehen wir langsam in den kompletten Rolldown. Wichtig dabei, dass deine Schultern hinten bleiben, dass sie nicht nach vorne gehen. Wenn du jetzt hochkommst und merkst, dir fehlt die Kraft nicht zum Hochkommen, weil dein Bauchmuskel vielleicht schon ein bisschen ermüdet ist, dann kannst du dich wunderbar hier an deinem Oberschenkel hochnehmen, um dann die Übung weiterführen zu können. Und ein letztes Mal. Komme langsam zurück. Was du unbedingt vermeiden solltest, ist eine schwunghafte Bewegung. Ja, dass du wirklich eine gleichmäßige Bewegung erreichst und dann gerne, wie gesagt, mit Hilfe. Letzte Mal nach vorne schieben und dann wieder Fußspitze Point, während du nach hinten runter gehst. Und dann lässt du deine Arme hinten liegen, wenn das von der Schulter okay ist. Löst das Powerhouse auf und lässt das Knie auf die rechte Seite fließen. Der Kopf geht nach links und du atmest in den Bauch ein. Lass dann mal schön den Atem reinströmen, wieder ausfließen. Versuche in der kurzen Pause wirklich alles loszulassen, auch gerade den Beckenboden und den Bauch. Letzte tiefe Atmung in den Bauch. Und dann wechseln wir die Seite, Blickrichtung wieder nach oben. Das rechte Bein wird ausgestreckt. Der linke Fuß wird mit dem Gesäß relativ dicht, mit der Ferse relativ dicht an dein Gesäß gestellt und die Arme sind hinten und du gehst wieder in dein Powerhouse. Achte auf dein neutrales Becken, atme ein und über die Ausatmung arbeitet dein Bein nach oben, Fußspitze, Flex. Einatmen, wieder runter. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Auch hier bleibst du neutral. Wir imprinten nicht. Oh, nochmal. Und dann beim nächsten Mal kommen deine Arme mit. Das heißt, deine Arme gehen nach oben, Fußspitze, Flex, die Fingerspitzen nach oben zur Decke, einatmend. Und spüre die Länge hier und die Kraft, wenn du hier nach oben gehst. Dann kommt der Oberkörper beim nächsten Mal mit. Das heißt, jetzt gehst du mit nach oben, die Schulterblätter lösen, einatmen. Und ausatmen.
Einatmen. Und ausatmen. Letzte Mal. Und dann lässt du das Bein hier liegen, atmest hier nochmal ein und über die Ausatmung kommst du nach oben, du flexst deinen Fuß, gehst weit nach vorne, schiebst dich vor, um dich dann hier langsam wieder über die Kraft deines Powerhouses abzurollen. Hier wieder einatmen, ausatmen. Mach das wieder in deinem Tempo. Und auch hier langsam wieder runtergehen. Wichtig ist auch hier wieder, hilf dir, wenn du merkst, dir fehlt die Kraft nicht oder du hast keine Kraft mehr, dann nimmst du bitte deine Hände zur Hilfe. Letzte Mal über deine Kraft im Powerhouse gehst du nach unten. Und ein letztes Mal nach oben. Flexe den Fuß, komm schön nach vorne. Schieb dich ganz nach vorne vor. Und über die runde Wirbelsäule ein letztes Mal nach unten runter gleiten. Die Arme bleiben hinten. Du löst dein Powerhouse auf und lässt das Knie nach außen fallen. Der Blick geht auf die rechte Seite. Das Knie liegt links angebeugt. Du atmest schön in den Bauch ein und wieder aus. Letzte Mal. Und dann nehmen wir die Beine wieder nach oben, stellen die Beine an, Blick wieder nach oben Richtung Decke und legen die Hände ungefähr Schulter auf Schulterhöhe auf den Boden. Du gehst auch hier wieder in das neutrale Becken und kommst in dieser Position in dein Powerhouse und dann gehen wir in die Tabletop-Position. Fußspitze Point. Wir gehen zusammen in die Hip Rolls für die schrägen Bauchmuskeln. Achte darauf, dass die Schulter schön unten bleibt. Atme vorbereitend ein und mit der nächsten Ausatmung gehst du jetzt über die rechte Seite. Deine linke Schulter bleibt, Blick bleibt zur Decke gerichtet. Einatmend wieder zur Mitte. Ausatmend auf die linke Seite. Einatmend zur Mitte. Ausatmend auf die rechte Seite. Einatmend zur Mitte. Ausatmend auf die linke Seite. Rechte Schulter bleibt auf dem Boden. Einatmend zur Mitte. Jetzt machen wir es im Level ein bisschen schwieriger. Wir gehen jetzt hier auf die Seite. Bleibe jetzt hier, atme ein. Und über die Ausatmung versuchst du jetzt deine Beine ein bisschen zu strecken. Einatmen, wieder ranziehen. Achtung, das darf im unteren Rücken jetzt keine Schmerzen auslösen. Wenn du merkst, oh, das ist ein bisschen unangenehm, dann bleibst du in dieser Position und gehst nur ganz minimal in die Streckung oder gar nicht. Bitte probier aus. Einatmen zur Mitte und du gehst wieder zurück. Immer noch auf deine gute Stabilität in der Mitte achten. Jetzt auf die linke Seite, rechte Schulter bleibt. Achte auf deine Stabilität, einatmen und über die Ausatmung auch hier mal versuchen, ob du dich in die Streckung reinbringen kannst. Einatmen, wieder zurück. Es darf, wie gesagt, hier im unteren Rücken kein Schmerz entstehen. Bleib hier ganz neutral im Becken und halte dich über dein Powerhouse. Und das letzte Mal schieb dich da richtig schön raus. Einatmen, wieder ran. Und dann gehen wir nochmal zu der ersten Seite. Über deine Ausatmung. Auch hier bestimmst du selber wieder, ob du mit dem Level mitgehst. Einatmen, wieder ranziehen. Und
Und zur Mitte. Letzte Mal. Und dann gehen wir nochmal einatmen zur Mitte. Ausatmend auf die linke Seite. Bleibe hier und auch hier versuche mal die Streckung deiner Beine. Einatmen, zurück. Vielleicht geht es nicht ganz so weit, vielleicht ist es auch hier schon, dass du sagst, es reicht mir. Du selber bitte auch hier bei dir bleiben und gucken, was geht. Und die letzten zwei. Einatmen, zurück. Und letzte Mal. Einatmen. Komm zur Mitte zurück. Setze die Füße rechts und links ab und erst dann löse dein Powerhouse auf. Nimm mal die Fußsohlen aneinander, lass die Knie nach außen fallen und geh gerne mit den Armen einmal nach hinten um den Bauch. Gut ausdehnen zu können. Zunächst mal den geraden. Dafür nehmen wir den unteren Rücken wieder von der Matte weg. Und dann gleich auch den schrägen. Und zwar beide Knie einmal auf die rechte Seite bringen. Dabei bleiben deine Arme hier hinten oben liegen, wenn das von deiner Schulter gut geht. Und du bringst den Blick auf die linke Seite. Schön gleichmäßig weiteratmen. Und dann kommen wir langsam zur Mitte zurück und bringen beide Beine auf die linke Seite. Der Blick auf die entgegengesetzte Richtung nach rechts. Lass die Arme hier liegen und atme in die rechte Flanke rein. Und dann stellen wir beide Füße wieder auf. Relativ dicht vor dem Gesäß. Deine Arme bleiben hinten liegen, wenn das für dich von der Schulter aus möglich ist. Wir gehen jetzt zum Abschluss noch ins Bridging und dabei achtest du, wenn wir darauf starten, dass deine Knie, dass deine Füße im rechten Winkel bzw. hüftbreit stehen und dass dein neutrales Becken ausgerichtet ist, Bauchnabel geht nach innen und mit der nächsten Ausatmung beginnst du dich jetzt langsam ins Bridging zu begeben. Du fängst erstmal nur im Steiß an, kommst in dein neutrales Becken zurück, dann geht der erste Lendenwirbel mit hoch beim nächsten Mal und dann hangelst du dich so Stück für Stück immer weiter nach oben. Einatmen, zurück. Und nochmal über die Ausatmung. Dann kommt deine Brustwirbelsäule irgendwann mit dazu, immer wieder in diesen neutralen Bereich. Und irgendwann hebst du komplett oben ab und bist in deiner sogenannten Brücke ganz oben. Schaue darauf, dass deine neutrale Beckenposition bleibt. Powerhouse ist aktiv. Einatmen, sinkst du jetzt ein kleines bisschen ab. Dabei gehen deine Arme nach oben Richtung Decke und ausatmend schiebst du dich nach hinten. Einatmen, absinken und dann ausatmen, dich wieder richtig schön nach oben hochzubringen. Einatmen, ausatmen. Einatmen. Achte auf das Powerhouse. Der Beckenboden ist bitte noch mit am Start. Hier wieder richtig schön nach oben hocharbeiten. Bis nach oben in die Streckung der Hüfte. Und die letzten zwei Male. Letzte Mal. Und dann einatmend langsam wieder abrollen, Wirbel für Wirbel. Dann, wenn du deinen
Rücken spürst, deine neutrale Position spürst, bleibst du im Powerhouse, gehst mit dem linken Bein in die Tabletop-Position und wir gehen in das einbeinige Bridging. Schön nach oben. Einatmen, wieder absinken. Kurz über den Boden hältst du, um dann ausatmen, dich wieder hochzuschieben. Auch hier ist es wichtig, dass du hier nicht abkippst, sondern dass du hier stabil bleibst. Schieb dich wieder hoch. Einatmen, wieder absinken. Und hier nochmal. Langsam wieder absinken. Letzte Mal. Schieb dich langsam nach oben. Und abrollen. Bleib im Powerhouse. Linke Fuß absetzen. Rechte Bein nach oben. Du bringst Druck auf die linke Fußsohle. Schiebst dich hier nach oben. Einatmen, wieder absinken. Wichtig hierbei, auch wie ich es gerade schon sagte, dass du hier nicht wegkippst. Lieber ein, zwei Wiederholungen weniger. Das ist ja eins der Pilates-Prinzipien, dass wir sagen, weniger ist mehr. Lieber machst du die Übung richtig, von der Intensität her, sorgfältig. Einatmend. Als dass du, ich sag mal, eine halbe Ausführung machst und dafür zwei, drei Wiederholungen mehr. So, die letzten zwei auch hier. Schieb dich nach oben. Letzte Mal. Einatmen, wieder absinken. Und dann stellst du das Bein auf, löst dein Powerhouse auf, holst mal deine Beine zu dir heran. Lockerst mal die Beine aus. Stellst den linken Fuß auf, den rechten Außenknöchel legst du auf den linken Oberschenkel, greifst jetzt von hinten und ziehst dir einmal den linken Oberschenkel zu dir heran. Die Schulter bleibt ganz locker dabei und du dehnst genau diesen Bereich nach, den wir gerade bei dem einbeinigen Tabletop bzw. einbeinigen Bridging trainiert haben. Und dann löse hier langsam auf und wechsel einmal die Seite. Rechten Fuß auf dem Boden, linken Außenknöchel auf den rechten Oberschenkel und von hinten holst du dir den Oberschenkel und ziehst ihn dir sanft zu dir heran. Du kannst gerne mit dem Gegenellbogen, also hier mit dem linken Ellbogen, so ein bisschen gegenschieben. Aber achte darauf, dass du dich hier oben nicht verkrampfst, dass du da locker bleibst, schön atmen. Und spür die Dehnung auf der äußeren Po-Muskulatur hier außen jetzt wunderbar. Und dann lösen wir langsam auf. Du kannst dir gerne das Bein behalten, da langsam hochzukommen. Und dann gehen wir zum Abschluss einmal in den Sitz. Spüre noch einmal die Sitzhöcker. Gucke, dass du dich in deiner Wirbelsäule, vor allem erstmal in deinem Becken aufrichtest und deine Arme noch mal ganz locker auf die Innenseite deiner Knie auflegst. Und du schließt zum Abschluss noch mal deine Augen. Verbinde dich mit deinem Atem. Spüre noch einmal, wie sich einatmend die Bauchdecke hebt und wie sie sich ausatmend wieder absenkt. Nimm auch nochmal die Brustkorbatmung wahr. Dabei spürst du, wie sich der Brustkorb ganz leicht hebt und wie ausatmend wieder absenkt. Dann spür noch mal einmal in deine Wirbelsäule rein. Vielleicht fühlt sich die Wirbelsäule insgesamt länger an. Nimm einfach nur wahr, ohne das in irgendeiner Form zu bewerten. Und dann öffnest du deine Augen wieder, nimmst deine Handflächen voreinander, atmest tief ein, streckst dich dabei ganz lang nach oben, ausatmend. Und noch mal tief einatmen. Streck dich nach oben, ausatmen. Und ein letztes Mal für heute tief einatmen, mach dich ganz lang
Und ausatmen. Und dann freue ich mich, dass du heute mit dabei warst. Wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.